Hallo Mädels, heute gibt es ein Tutorial und zwar machen wir heute ein Loaded Bag. Ich werde verschiedene Videos drehen, die eigentlich alle sich so um dieses Thema ein bisschen drehen. Von klein bis groß wird alles dabei sein. Aber da ich kurze Videos ja nicht meine Stärke sind, werde ich das ein bisschen so aufteilen. Sonst wird das Video wahrscheinlich eine Stunde lang werden. Und das will ja keiner sehen. Ne? Deswegen starten wir jetzt heute mal mit einer ganz klassischen Loaded Bag. Nicht zu verwechseln mit dem Loaded Envelope. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber eigentlich gleich. Aber das wird es dann in einem anderen Video noch geben. Ja, wir starten erstmal mit einer Loaded Bag. Und zwar ist eine Loaded Bag sowas hier. Ich habe schon mal eine vorbereitet. Ich bin keine, die äußerst viel schnickschnackig verziert und so. Deswegen ist hier jetzt mal nur eine Rosette und nicht mal die habe ich fertig gemacht. Aber das ist jetzt im Endeffekt ja auch nur so ein Beispiel halt, ne? Also das ist eine Loaded Bag. Ich denke, die meisten haben es ja schon mal gesehen. Ja, und ich zeige euch jetzt einfach, wie man die macht und was man dafür braucht. Wir brauchen dafür Biomüllbeutel. Ich habe jetzt hier mal welche vom, wo waren die denn her? Vom Rossmann und von Teddy. Die von Rossmann haben einen Druck drauf. Was jetzt generell eigentlich nicht störend ist. Denn wie ihr ja hier seht an dem Beispiel, man verklebt ja sowieso alles mit Motivpapier. Also sieht man das schlussendlich dann nicht. Ja, aber ich bin dann trotzdem jemand, ich kaufe die vom Teddy. Denn bei Teddy hat man keinen Druck drauf. Also das sind ganz Blankobeutel. Im Vergleich zum Rossmann eben und vom Preis her kann ich es euch jetzt auch gar nicht sagen. Ich meine, die kosten 1 Euro, das wissen wir, das steht drauf, Teddy, ne? Aber beim Rossmann weiß ich nicht, was die kosten. Wahrscheinlich auch nicht gerade so viel mehr Geld. ja, aber man kriegt solche Tüten generell eigentlich überall. Sogar im Supermarkt kriegt man die generell. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ich nehme jetzt einen mal von Teddy. Ja, einfach weil, ja, weil halt, ne? ja. Ich, ja, zeige euch jetzt auch mal nur das Grundgerüst von so einem Loaded Bag, weil Verzieren und so weiter, das ist ja alles, ja, nach persönlichem Geschmack. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie das Grundgerüst aussehen soll. Also dieser Müllbeutel kommt so und der faltet sich eigentlich generell schon so, wie er sein soll. Weil das hier im Endeffekt ja dann unsere Bag schon ist eigentlich, wie sie sein soll. Also im Prinzip sind wir eigentlich schon fast fertig. ja, wir beginnen jetzt einfach mal damit, womit beginnen wir denn? Ich muss jetzt selber erstmal überlegen. Man macht das immer so automatisch, da macht man sich keine Gedanken drüber. Und jetzt drehe ich so ein Video und muss dann erstmal nachdenken. Ist übrigens mein erstes richtiges Tutorial, also hab ein bisschen Geduld mit mir, ne? Ich würde fast sagen, wir schneiden hier einfach erstmal oben diesen Zipfel weg. Und ihr könnt das natürlich mit einer Schneidemaschine machen und könnt da millimeterweise das aufs Genaueste gerade schneiden. Aber ich nehme mir einfach eine Schere und schneide hier ganz knapp am Rand, also diesen geriffelten Rand, schneide ich noch ein Stückchen mit ab, damit das einfach ja, so ein gerader Schnitt ist. Und zack, boom, bang, ist das Ding ab. Das ist jetzt auch nicht ganz gerade. Aber mir persönlich ist das völlig wurscht, ob das jetzt richtig gerade ist oder nicht. Denn wenn man das später richtig verziert, man kann das schon noch ein bisschen gerade schneiden. Aber wenn man das später verziert, dann sieht man davon eigentlich grundsätzlich erstmal nichts mehr. Ne?
Und dann fällt das auch nicht mehr ins Gewicht. Ja, dann ja, müssen wir die andere Seite, also eine Seite haben wir jetzt aufgeschnitten, die andere Seite müssen wir jetzt auch noch ausschneiden. Wie gesagt, ihr könnt das gerne mit eurem total schicken Schneider machen, aber ich spare mir das Auswechseln der Klinge dann. Ja, und mach's wieder mit der Schere, einfach ganz knapp am Rand vorbeischneiden. Ja, ist bis jetzt noch ganz einfach, ne? Kein Hexenwerk. Ja, dann habe ich jetzt hier auch aufgeschnitten. Hier sind wir. Hier haben wir jetzt hier auch. Also wir haben jetzt beide Seiten einmal aufgeschnitten und werden dann die Seiten einmal zusammenkleben. Da könntet, das habt ihr jetzt gar nicht gesehen, ne? Ich mache das hier einfach unglaublich. Sandra. Ja, also wir kleben jetzt hier einmal die Seiten dann aufeinander. Das ist jetzt allerdings Geschmackssache und auch, ja, da müsst ihr jetzt bedenken, was ihr damit vorhabt. Denn wenn ihr jetzt eine Loaded Bag macht, die ihr richtig packevoll machen wollt, dann könnt ihr die auch einfach nicht umkleben. Dann habt ihr nämlich äußerst viel Platz. Platz, ja, da kommt der Franke durch. ja, ihr habt dann äußerst viel Platz, wenn ihr da eben nicht diese Ecken zuklebt. Ich finde das allerdings zu viel Platz für so eine normale Tauschaktion. Ja, finde ich das schon, weil überlegt mal, wie viel, wenn ihr das jetzt hier so, ne, guck mal, wie viel ihr da jetzt reinkriegt. Ne, das ist ja, ja, Wahnsinn. Richtig Wahnsinn. Also ich tendiere dann immer dazu, diese Ecken eben oder diese Kanten zuzukleben. Und das mache ich jetzt auch einmal. Ich mache das jetzt mit doppelseitigem Klebeband. Einfach einmal hier an der Seite doppelseitiges Klebeband drauf. Und auf der anderen Seite auch. Da machen wir dasselbe. Ja, also eine Loaded Bag zu machen ist wirklich eine ganz einfache Geschichte. Ja. Im Endeffekt ist die schon, wenn man die aufmacht, eigentlich schon so gut wie fertig. Ich knibbel jetzt hier mal das Dingsbums ab. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, komm. Okay, einmal das hier. Numero uno haben wir fertig. Und dann kommt das zweite. Ja. Jawohl. So. Jetzt haben wir die Seiten verschlossen. Habt ihr gesehen. Und nun müssen wir das Dingens hier nach oben klappen. Das Gute, dass wir das jetzt an den Seiten verschlossen haben, ist übrigens, dass sich hier jetzt so Taschen ja, quasi entwickelt haben. Und diese sind wunderbar, wenn man zum Beispiel so Rosettenstäbe macht, wofür ich auch ein Tutorial habe, was ich euch verlinken werde, irgendwo hier beim i. Ja, da kann man eben, oder wenn man einen Stift oder sowas hat, wo man da reinstecken möchte, oder alles, was halt ein bisschen rausragt und dünn ist, kann man hier reinmachen. Hier gehen auch, wenn man das für Weihnachten zum Beispiel macht, wunderherrlich Zuckerstangen rein. Tatsächlich. Und ja, das ist halt ein tolles Feature, das man jetzt dadurch bekommen hat. Aber ihr müsst es nicht, natürlich nicht nutzen. Ne? Also ihr könnt jetzt das auch einfach, ihr könntet das theoretisch sogar mit ankleben noch, wenn euch das jetzt ganz arg stört. Aber ja, es ist halt da, ob ihr es nutzt oder nicht, müsst ihr dann selbst entscheiden. Wir werden jetzt auf jeden Fall einmal die Seiten nach oben kleben. Ja, wieder mit doppelseitigem Klebeband.
einmal rechts, einmal links. Ihr könntet das jetzt auch komplett großflächig zukleben. Dann habt ihr aber eine Tasche, die euch verloren geht. Und bei einem Loaded Bag möchte man ja eigentlich so viele Taschen wie möglich nutzen können. Und ja, das ginge dann eben jetzt hier in dem Fall verloren, wäre aber möglich. Ich mache das immer gerne so, dass ich halt wirklich ganz, ganz viele Taschen habe, weil dann habe ich auch viel Platz um was reinzumachen. Und das kleben wir jetzt einfach einmal hier nach oben. Tada! Und schon hätten wir eigentlich unser Grundgerüst fertig. Ja, wir haben jetzt hier vorne eine Tasche, dann haben wir hier diese Seitentaschen noch, wenn man die denn nutzen möchte. Dann haben wir hier hinten eine Tasche, dadurch, dass wir jetzt nur rechts und links geklebt haben. Wenn ihr jetzt natürlich hier großflächig geklebt hättet, dann wäre diese Tasche jetzt nicht. Dann habt ihr quasi nur zwei Taschen. Ja, und dann habt ihr hier die große Tasche eben und hier nochmal diese zwei kleinen Taschen oder kleinen Fächer, wo ihr dann eben so dünne Sachen reinmachen könnt. Ja, und das wäre es jetzt eigentlich schon gewesen. Ich kann euch jetzt zum Beispiel vor dem Designpapier und so, ich kann euch da keine Maße sagen, ne? Weil ihr müsst da einfach selber abmessen. Jede Tüte ist anders. Es kommt auch darauf an, wie viel vom Rand ihr abschneidet. Da müsst ihr dann selber mal gucken. Ne, und müsst dann einfach hier mal nachmessen und euch dann euer Designpapier dementsprechend zuschneiden, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Ja, ich kann euch da nur empfehlen, ihr seht das hier, hier glänzt es, hier nicht und hier hinten glänzt es dann wieder. Ich nutze dafür sehr gerne die Blöcke vom Action. Die folierten, weil man ja meistens ein foliertes, ein nicht foliertes hat. Und das kommt bei solchen Sachen immer ganz gut, wenn man vorne zum Beispiel foliert und hinten nicht foliert hat. Ja, und genau, ihr würdet dann jetzt eben vorne euer Designpapier draufkleben und hinten dann eben auch. Das macht die ganze Sache dann, wie ihr sehen könnt, total stabil. Wenn ihr jetzt ein bisschen Zeit entbehren könnt, dann möchte ich euch ans Herz legen, verwendet bitte Tacky Glue. Denn ihr könnt natürlich auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Durch den Tacky Glue, das wälzt sich dann alles ein bisschen. Ne? Wenn ihr jetzt überhaupt gar nicht da drauf steht, dann lasst es bleiben und macht es tatsächlich mit Klebeband. Wenn euch das aber nichts ausmacht, wie ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier in der Kamera so sehen könnt, aber das wälzt sich auch ein bisschen. Als ich das draufgeklebt habe, habe ich gedacht, das ist Seegang. So hat sich das gewellt, aber es hat sich wieder ein bisschen rausgezogen. Und dieser Tacky Glue, der macht die ganze Sache einfach noch mal ein bisschen stabiler. Und diese Tüte, die ist jetzt eigentlich bombenfest. Also da kann jetzt kommen, was will. Dem Ding passiert jetzt nichts mehr, ne, so schnell. Im Vergleich zu, wenn man jetzt hier dieses flimsige Ding in der Hand hat, ne? Also so was reinzumachen oder sowas wäre jetzt eigentlich fast unmöglich. Wenn ihr nämlich so diesen kraftfarbenen Stil haben möchtet, dann empfehle ich euch hier trotzdem, macht Kraftpapier noch drauf, also dickeres Kraftpapier. Weil wenn wirklich, wenn ihr das so jetzt irgendwie verschenken wollen würdet, schwierig, ne? Aber ja. Genau, dann macht da ein bisschen Kraftpapier drauf und dann, was weiß ich, stempelt oder wie auch immer ihr das gestalten möchtet. Das ist ja sowieso immer so eine individuelle Sache. Wie gesagt, ich bin dann nicht so der Verzierer und für mich ist das jetzt zum Beispiel schon was, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt hier oben irgendwie noch einen Spitzenrand oder was hinmache, dann wäre ich eigentlich für mich schon fertig mit Verzieren. Beziehungsweise es würde natürlich das Wichtigste noch fehlen und das ist ein bisschen Gewamsel. Da würde ich jetzt hier zum Beispiel wieder mit der Cropadile ein Eyelet reinmachen und dann hier irgendwie was durchbamseln. Und dadurch, dass ich das Tacky Glue genommen habe und das jetzt so stabil ist, ne, muss ich da jetzt auch keine Angst haben, dass da jetzt großartig was... Natürlich in Chunky Charm oder sowas möchte ich jetzt da auch nicht dran hängen, weil das hält selbst diese... Bag nicht aus, aber
Ja, so ein normaler Schlüsselanhänger oder sowas oder was Kleineres, Gebamseltes, kann man allemal dranhängen, ne? Und ja, wie gesagt, wie ihr das jetzt gestaltet, ist euer Ding. Was ihr reinmacht, ist euer Ding. Ja, in diese Loaded Bags geht ja einiges rein. ihr könnt das zu bestimmten Feiertagen, Weihnachten, Halloween, Ostern, Valentinstag gestalten. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal so dieses Grundgerüst zeigen und euch einfach zeigen, wie unfassbar einfach das eigentlich ist und dass so ein Loaded Bag eigentlich kein Hexenwerk ist. Ne? Wenn man das mit so einer Mülltüte macht, ist das ratzfatz fertig. Also so ein Dings zusammenzusetzen, ihr habt es jetzt gesehen, das ist eine Sache von 15 Minuten und dann habt ihr das Ding fertig. Ne? Wenn ihr noch ein bisschen verziert, gebt dem Ding eine Stunde, dann habt ihr ein Kunstwerk geschaffen. ne? Es kommt dann halt noch auf die Füllung an. Ja, aber wie gesagt, traut euch da ruhig mal ran. Das ist eine ganz einfache Sache und ist ganz schnell gemacht. Genau, das wäre es dann schon gewesen zum Loaded Bag. Wie gesagt, es folgen noch ein paar andere Videos dazu. Es gibt auch noch eine Mini-Version dazu, die man komplett selber machen kann. Das Video werde ich jetzt gleich im Anschluss drehen. Ja, ich werde es, wenn es fertig ist, auch irgendwo verlinken, vielleicht wieder beim i. wir werden sehen. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr das nachbastelt. Die meisten von euch werden es eh schon kennen, aber für die, die es noch nicht kennen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es nachbastelt. Und ja, sagt mir doch mal, was ihr so von den Loaded Bags haltet. Seid ihr eher dafür oder dagegen? Was blöd ist, ne? Weil eigentlich kann man nicht dagegen sein. aber wie findet ihr es dann? Mögt ihr es und mögt ihr es nicht? Seid ihr eher für was anderes? Lasst mich das doch mal in den Kommentaren wissen. Ja, und dann hätte ich gesagt, wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln von so einer Loaded Bag. Und wir würden uns dann einfach beim nächsten Mal sehen. ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!